Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24, präsentiert von Trading 212. Kommende Woche ist es soweit. Die US-Notenbank-Sitzung, die Federal Reserve, wird tagen am Donnerstag, um genau zu sein. Und natürlich machen sich die Anleger jetzt schon mal Gedanken. Wird es eine Zinserhöhung in den USA geben? Ja oder nein? Es gibt das eine, was dafür spricht. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder mal ermunternde Konjunkturdaten aus der US-Wirtschaft. Also das sprach dann immer für eine Zinsanhebung in den USA. Auf der anderen Seite haben wir etliche Eruptionen an der chinesischen Börse gesehen. Da macht man sich wiederum Sorgen, dass es der chinesischen Wirtschaft nicht so gut geht, dass das Wachstum deutlich ausgebremst ist, was wiederum Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben könnte und von daher dann auch wieder eine Zinsanhebung in den USA in Frage stellen könnte. Der ein oder andere scheint sich letzte Woche schon mal gedacht haben, das mit der Zinsanhebung in den USA, das scheint wohl nichts zu werden, denn der Euro, der konnte letzte Woche deutlich zulegen. Schauen wir uns das Ganze mal an hier auf dem Tageschart. Im Vorfeld haben wir gesehen, dass wir hier einen leichten Abwärtstrend im Tageschart bekommen haben. Das ist der letzten Korrektur hier nach unten geschuldet. Letzte Woche dann zogen die Kurse dann wieder nach oben an. Auf Wochenbasis ein Plus von 1,7%. Und das etwas Interessante hier im Tageschart ist jetzt, das sehen wir hier an diesem lila Balken, dass dieser Abwärtstrend, dieser leichte kleine Abwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat, jetzt zwar nicht signifikant, aber eben immerhin nach oben gebrochen worden ist. Schlusskurs auf Wochenbasis 1,1340. Bröckeln wir allerdings hier wieder nach unten weg unter die 1,1087, weitere Unterstützung bei 1,1018 geht es auch hier per Tagesschlusskursbasis weiter nach unten durch. Ein weiteres Unterstützungsziel bei 1,0819. Geht es allerdings wieder weiter nach oben, gibt es weiteren Schub nach oben und laufen wir über die 1,1714 per Tagesschlusskursbasis nach oben durch. Dann ein weiteres charttechnisches Ausdehnungsziel hier auf der Oberseite bei 1,2101. Wie sieht es kurzfristig aus? Schauen wir in den Stundenchart. Wir sehen hier im Rahmen diese Zugewinne. Letzte Woche hat sich dann hier auch ein entsprechender Aufwärtstrend nach oben ausgebildet. Freitag lag das Tageshoch hier bei 1,1350. Dann blieb allerdings nur noch ein Plus von 0,5% auf Tagesbasis. Das Ganze hat sich nach oben hier dann jetzt aber hier mal etwas müde gelaufen. Es könnte sein, dass wir erstmal noch ein bisschen Korrektur bekommen, deswegen hier auch mit diesen gestrichelten Pfeilen eingezeichnet. Das kann so sein, das muss nicht so sein. So bis in den Bereich 1,1291. Wenn wir dann wieder nach oben rausschieben, den Aufwärtstrend weiter fortsetzen, nächstmöglicher Widerstand bei 1,1396 und darüber dann hier in blau eingezeichnet der weitere signifikante Widerstand bei 1,1465. Auf der Unterseite haben wir schon mal die erste Unterstützung hier bei 1,1254. Rauschen wir hier allerdings deutlich per Stunden Schlusskursbasis nach unten durch. Dann nächstmögliche Unterstützung mal hier bei 1,1187. Das ist nämlich das 61. Retracement der letzten vollständigen Aufwärtsbewegung, die wir hier im Tageschart gesehen haben. Rund um die Notenbank-Sitzung gibt es natürlich auch noch weitere Konjunkturdaten in der kommenden Handelswoche. Hier mal eine kleine Auswahl. Am Montag um 11 Uhr EU-Industrieproduktion für Juli. Dienstag dann um 11 Uhr EU-Außenhandel. 14.30 Uhr US-Einzelhandelsumsatz und dann um 14.30 Uhr aus den USA der New York Empire State Index für September, 15.15 Uhr US-Industrieproduktion August und dann auch um 15.15 Uhr US-Kapazitätsauslastung für August, Mittwoch dann um 14.30 Uhr US-Verbraucherpreise für August, Donnerstag dann, bevor also die Notenbank-Sitzung dann, also das Sitzungsergebnis dann vorliegt, um 14.30 Uhr US-Wohnbaubeginne für August, ebenfalls dann auch um 14.30 Uhr US-Wohnbaugenehmigung für August, abends dann entsprechend das Sitzungsergebnis der Federal Reserve. Das kann den Markt dann auch entsprechend ordentlich durcheinander schütteln. Am Freitag dann gibt es nochmal ein bisschen Nachschlag um 16 Uhr die US-Frühindikatoren für August. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, einen positiven Start in die neue Handelswoche. Weitere Analysevideos finden Sie wie immer auf handelstag24.com. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.